Hey ho und herzlich willkommen zurück bei The Universum. Wir müssen eine Entscheidung treffen und ich hatte überlegt, ob wir das klassische Design nehmen, aber ich finde einfach diese Idee mit dem Festival cool. Deswegen laden wir die Freundchen doch einfach ein. Der Stamm war von ihrer Zivilisation überrascht. Einige Außenstehende haben sich entschieden zu bleiben und es noch größer zu machen. Ja, das ist doch nicht schlecht. Drei Nuggets dazu. Prima. Na, da hätten wir das doch. Perfekto. So, ich hoffe, dass dieses blöde Steinding hier des Rätsels Lösung ist. Priorisieren. Weil wir brauchen diese blöden Ziegelsteine. Das geht nicht. Ohne Ziegelsteine können wir ja nichts machen. Na? Ohne Ziegelstein fühle ich mich allein. Und allein zu sein, das ist nicht fein. Das jetzt? Dreht hier einer durch oder was machen die für Geräusche? Das sind glaube ich nicht diese Sachen hier. So, 21, aber ich weiß nicht, nehmt die? Oder nehmt ihr eigenes Holz? Na, lassen erstmal machen. So, bitte, das hier. Nuggets sind gestorben, ja toll. Drei kommen, zwei gehen. Bitte, mach das hier mal fertig. Ich will wissen, ob das richtig ist. So. Zieh die dicken Pantoffeln aus. Der Sommer ist da. Das ist schön. Ich hätte jetzt auch lieber Sommer. Anstelle von Winter. Lava-Su? Klingt fast wie Lama-Su. Oder Nama-See. Oder Nala-See. So. Bitte. Haut schneller zu. Wenigstens können wir jetzt auch mal diesen Aufbauprozess ansehen. Das hatten wir vorher auch noch nicht. Und ich glaube, da stehen mehrere Personen in einem Punkt, ne? Ach, guck an, sogar diese ältere Frau, die ja echt mit 47 Jahren von damals mehr als alt ist, die baut auch noch fleißig mit, ne? Die alte Dame ist noch fit wie ein Turnschuh. Ha! Jawohl. Meine Hoffnung. Sie hat sie bestätigt. Wir bauen Ziegel. Oder besser gesagt, wir stellen Ziegel her. Ach Mann, hätte ich diesen Blödsinn eher gebaut. Die Frage ist nur, nehmt ihr jetzt. Also ich glaube, die nehmen tatsächlich das Zeug, oder? Da würde ich nämlich erstmal das Ding tatsächlich pausieren. Tatsächlich. Und sagen. Bretter brauchen wir momentan nicht. Deswegen, ihr habt jetzt erstmal, ihr seid fristlos kündigt, bis ich wieder eine neue Frist habe für euch. So. Ach, prima. So, Wohnen ist auch voll funktionsfähig. Ich freue mich. Die lieben sich ja alle. Gespeichert wird das Spiel auch. Perfekt. So, und die ersten Ziegelsteine haben wir auch schon. Prima. Jetzt könnte ich auch den ganzen Spaß upgraden und ich dachte schon immer, hä? Soll ich denn die Ziegelsteine herbekommen? Aber naja, jetzt wissen wir es. Dann würde ich sagen, wir lassen die jetzt mal eine Weile erstmal diese Ziegelsteine herstellen, dass sie die Schule bauen können. Oh, warte mal. Also das geht so nicht. Du wirst geheilt. Na? Danke sagen hätte da auch mal. Oh, das können wir auch upgraden. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Ich drücke das trotzdem schon mal. Weil Wasser ist wichtig. Wasser können wir immer gebrauchen. Und auch einfach nochmal so ein Reservoir. Ich meine, wir haben es doch. Ne? Das verbraucht ja nichts. Das verbraucht Stein und das war's. Someone just drank from the lake again, Creator. They'll never learn. Wie jetzt, hier ist einer ertrunken. Ah, wo ist er denn jetzt? Der gute Kato hier. Hast wieder Quatsch getrunken hier? So, komm hier. Ach ja, die haben jetzt Nachnamen, ne? Da hat man doch irgendwas erforscht. Der hat noch keinen.
Das heißt, nur die Neuen, die Jungen. Was ist das denn? Kann sich ausruhen. Die Jungen, ne? Die haben jetzt Namen. Die Dame hier sieht sehr jung aus. Ne? Aber ja. Das finde ich cool. Die haben jetzt angeblich Persönlichkeiten. Ich meine 14, 19. Ah, wo ist denn jetzt hier wieder eine Leiche? Was ist hier hinten? Ah, was ist denn jetzt schon wieder? So, Anbieter des falschen Feuerkaiser, aber Terrasu planen einen Anschlag. Was wollen die denn jetzt? Warum planen die denn? Könnte gegen eine andere Exilsiedlung sein. Ja, komm, also wir sind neutral, ne? Ich trade jetzt mal mit denen. Und stell mich gut. Ich hoffe ja mal, dass die Freundlichkeit zwischen uns verbessert. Bretter. Brauchen wir nicht. Ja, er kriegt 8 Bretter. Wir nehmen dafür ein Ziegel. 4 Ziegel und, na, machen wir 3 Ziegel und, na, wo wir machen 4. Und ich hoffe, das verbessert unsere. Ah, das reicht leider noch nicht. Ah, ich hätte dir noch mehr anbieten können. Ach, scheiße. Naja, also ich hoffe mal, die gehen nicht gegen uns vor. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum sie das machen sollten. Oh großer, etwas unten ist erwacht. Eine riesige, weinartige Ranke ist aus der Erde gebrochen. Die unbekannte, schreckliche Kreatur greift uns an und schleppt die Opfer in den Untergrund. Bitte helfen Sie uns, indem Sie die Kreatur schlagen und dann können wir vielleicht weitere Nachforschungen anstellen. Demütige Grüße, Nasuho. Nutze deine göttliche Kraft, um die schreckliche Range zu zerstören. Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Change to explore. Gut, dann machen wir das. Wo ist das denn? Also erstmal wieder hier zu unserer Zivilisation. Wo haben wir denn jetzt hier? Da ist doch irgendwas. Was ist denn das? Was ist das denn für ein Quatsch? Man baut denn auch das Wohnhaus genau hier hin. Ah, die riesige Ranke. Was kann ich jetzt damit machen? Schlagen soll ich die? Wie kann ich die denn schlagen? Ich kann doch mal ein paar platzieren, oder? Tschüss. Ich muss die zerstören. Ich brenne die mal an. Bin mir sicher, das sollte unsere Probleme schnell lösen. Wir haben ja auch wieder ein paar neue Sachen, ne? Was ist denn das hier gewesen? Feuer können wir jetzt entfachen. Ah, ich wähle mal, das war nicht. Ich wähle mal nicht dieses Feuer aus. Nur zur Sicherheit. Nehme ich mal lieber das hier. Weiß ich mal aus, was hier da drauf kommt. Na dann. Du kannst auch wieder rauskommen, du komische Ranke. So, was? Ich glaube, ich speichere auch mal ganz kurz. Denn, falls sie doch angreifen wollen, die guten Dudes, so. Was haben die denn hier für schlechtes Wasser? Was denn für schlechtes Wasser die ganze Zeit? Sumurupus wurde infiziert, nachdem Sumurupus Wasser aus dem See getrunken hat. Offenbar war die sichtbare Schicht Müll keine Warnung. Ich denke nicht so ganz, was die hier die ganze Zeit machen. Die sollen doch gar nicht da raustrinken, die sollen hier raustrinken. Das ist zumindest ein bisschen safer. So. Ist die Schule schon fertig? Fehlt noch ein Siegestein. Wir priorisieren das mal. So. Ach so, das ist auch noch nicht. Was?
Der neue Herrscher von Diesenstorpia beschleunigt das Studium. Nuggets verbringen weniger Zeit in der Schule, jedoch erhöht sich die Verletzungsrate. Danke. Das hätte ich gern nicht so gehabt, aber okay. Was auch immer. So, das haben wir das mal nicht gefeiert. Nee, das wollte ich nicht. Ist jetzt trotzdem? Ja, das ist trotzdem. Ach gut. Ja, Verletzungsrate 35% hoch ist nicht so schön. Boah, ey, wir müssen echt diesen Scheiß priorisieren. Das geht so nicht. Die infizieren sich ja alle. Weil natürlich die Leichen ständig rumliegen, ne? Na klar. Ist ja auch klar. Nein, ich habe den doch immer noch. Du kommst hier hin. Ich will doch hier die Ranke schlagen. Ja, ich würde wieder einen Blitz draufhauen, ne? Das war jetzt nicht so teuer und... Nein, ich wollte das doch gleich hintereinander weg. Ah, Mist, ey. Na gut. Müssen wir das halt immer mal wieder nebenbei machen. Jetzt mal bitte diesen blöden Friedhof hier Ziegelstein, das haben wir doch alles. Das sollte doch reichen, bitte, bitte, bitte. Die Leichen hier sind nämlich echt ein Problem. Ich will ja wirklich nicht, dass es sich noch zu einem... da kommst du mit. Und landest hier. Ich habe ein bisschen Angst mit diesen Rosium-Anbetern, weil... Wenn ich ehrlich bin, ich wüsste nicht, wo ja noch eine andere Exilsiedlung sein soll. Aber vielleicht übersehe ich das ja auch. Ich übersehe sowas ja, denke ich, relativ schnell, denn wir sind ja immer noch hier, ne? Was hier auf der... Was ist das denn? Prinz? Der Prinz ziemlich, ne? Ja, gut, ja... Ich war es nicht. Das ist das Wichtigste. Hier sind die Typen. Aber eine andere Exilsiedlung sehe ich nicht. Naja, ich habe meine Bedenken. Was ich auf jeden Fall erstmal noch mache, bevor die jetzt hier angreifen. Ich kann ja Blitze schlagen. Da kann ich sie ja töten. Was ich nicht möchte. Ich hoffe, die Leute besinnen sich auf... Diplomatie, wo haben wir da jetzt hier? Na, nicht das Erdbeben, den Blitz. Hat das auch noch einmal. Schade, schade. So, 10 Sekunden ist es soweit, Leute. Ah, dann gucken wir doch mal. Der Friedhof wird wenigstens auch gebaut. Den brauchen wir wahrscheinlich auch gleich, wenn die hier angreifen. Och, Leute. Die können das auch? Warum? Warum können die das? Und was heißt hier 1,50? Heißt es, das passiert in einer Minute und 50 Sekunden oder das dauert so lang an? Noch sehe ich keine Meteoriten zumindest. Pass mal auf. Ich speichere das mal zur Sicherheit. Ich speichere das mal hier hin. Ja. Wenn die jetzt angreifen, zu dem Zeitpunkt, dann baue ich das so ein komisches Schutzschild hin. Die sind ja wenigstens so freundlich und sagen uns Bescheid, dass sie angreifen wollen und sagen uns auch welche Stelle. Von daher ist es okay. Ich will nämlich nicht, dass die mir hier alles zerschießen. Das haben wir uns ja hart erarbeitet. Diese, vor allem hier steht auch alles, ne? Hier ist jetzt der neue Friedhof, die ganzen Wasserquellen. Das könnt ihr uns nicht zerschießen. Das geht nicht. So,
Ich würde sagen, jetzt baue ich mal das Ding, ne? Wo war das denn? Dieses komische Schutzkuppel-Ding. Ja. Schütze deine Zivilisation vor einer Katastrophe. Das würde doch reichen. So, das will ich mir jetzt aber auch angucken. Hoffentlich war das nicht zu früh. Aber ja, wenn die eine Schutzkuppel haben, dann können wir das auch. Und jetzt? Ha! Bam, bam, bam. Tja, Leutchen. Damit habt ihr nicht gerechnet. Lass mal da einfach mal die Punkte rausballern dafür. Ja, das ist doch gut. Ne? Ich bin zufrieden. Boah, stell dir mal vor, die hätten ja alles zerdeppert, ne? Da wäre alles weg. Boah, hätte uns das zurückgeschlagen. Das wäre einfach nur nervig. Deshalb, Gott sei Dank, wir sind ja ein lieber Schöpfer und guter Herrscher. Ja, wir machen das. Ach cool, das hat dann auch ein neues Design. Das finde ich auch schön. Ich dachte nicht, das sieht dann genauso aus und kann einfach mehr, aber... Pustekuchen, das sieht auch cooler aus. So, das gibt man 40 Verbrauch, 113 haben gespeichert, das ist alles super. Dennoch, macht der jetzt hier, mit dem aus Ei. Künstler Eisen, oh, wir können einiges. Gas, Steinbruch. Ja, das ist alles nicht schlecht. Okay, Eisen brauchen wir also als erstes. Aber bevor wir Eisen bauen, nochmal Wasser. Reservoir. Ist, glaube ich, einfach besser. I hope you've got some flea powder handy, Creator. There's a ragged bunch of wolves approaching your civilization. Was wollen die denn jetzt auch noch? Reicht das nicht erstmal? Da. Das Schutzschild hilft wahrscheinlich nichts, ne? Gegen Wölfe. Jetzt hoffe ich, dass sie sich auch bald mal nicht alle mehr infizieren hier. Wenn der Friedhof jetzt... Der ist doch eigentlich fertig. Tut nichts. Na dann tut mal bitte was. Was denn für schlechtes Wasser, frage ich mich hier. Kann das sein, dass die das hier immer trinken, weil die halt so weit abgelegen sind von dem Rest und da denken die, gut, geht halt fixer. Was sind das hier eigentlich? Ach so, ja, das ist klar, dass die keine Arbeit hat. Die ist ja auch deaktiviert. Dafür brauchen wir Eisen, das haben wir noch nicht. Ich würde tatsächlich sagen, wir bauen hier mal eine Wasserquelle hin. Ich glaube, die rennen da tatsächlich immer nur da zum Fluss, weil die halt so weit dann laufen müssten, wenn die auch hinten rumstehen, ne? Jetzt die Frage, bauen wir das da hin oder da hier hinten? Ist eigentlich egal. Bauen wir das mal hier hin. Was ist denn das jetzt für ein Geräusch? Irgendeiner ruft doch hier. Ah, wo sind sie denn? Die haben hier alle Panik, also muss ja der Wolf irgendwo rumhüpfen. Das Ding ist auch noch da. Hier, da war doch ein Wolf. So. Ja. Wo haben wir die Telekinese? So. Wo war hier nochmal die Küche? Also hier von mir aus auch ins Lager. Da verwerten wir das doch gleich. Äh,
Könnt ihr mal bitte sagen, was jetzt schon wieder passiert ist? Was war das denn für ein Geräusch? So, die werden behandelt, das ist gut, dafür ist das Krankenhaus ja auch da. Ich hoffe, die werden jetzt nicht ständig ja wieder sich, vergiften. So, und jetzt komm, ich will endlich dieses blöde Teil hier. Und noch einmal, dann ist es weg. Was wir jetzt noch wissen, bevor ich die Aufnahmesession auch für heute beende, möchte ich wissen, was da passiert, wenn das Ding kaputt ist. So, und diese Dame wird verjüngt. Hat sich wieder einer in... Ja, das ist auch wieder hier hinten. Brauchen die alle Wasserzugang? Kann das sein? So. Jetzt aber. Ah, Moment, ich mache normale Geschwindigkeit. Jetzt aus, deswegen die Verjüngaktivität an, weil ich die ja verjüngt hatte. Jetzt habe ich dieses scheiß Teil hochgeheilt. Ist das jetzt dein Ernst? Oh, ich, Leute. Das ist doch nicht wahr. Oh, scheiße. Komm, bitte, brennen. Oh, jetzt hat er diese Verjüngungsaktivität gehabt. Oh, was ist denn das eigentlich die ganze Zeit für Geräusche? Das klingt wie ein UFO. Ja, es ist auch ein UFO. Was macht das denn? Sag mal, hilfst du denen? Was passiert denn hier alles? Erst teile ich aus, was in dieses blöde Ding. Jetzt fliegt hier ein UFO rum. Also, ihr versteht es gar nicht mehr. Oh Mann, das ärgert mich jetzt so sehr, ne? Dass ich diese blöde Verjüngungssache anhatte. Aber dieses Feuer erledigt wohl scheinbar... Warte mal. Was ist denn da? Wasser? Ach, das ist leer. Ja, gut. Ja, ja, das wird schon wieder. Es erledigt trotzdem seinen Job, würde ich mal meinen. Na, wir lassen das mal hier ein bisschen putzen und gleich ist es kaputt. Siehste, so hat es doch trotzdem funktioniert. Und jetzt? Platziere das Datenlager? Was ist denn für ein Datenlager? Ich hoffe mal, das Feuer breitet sich jetzt nicht aus, ne? So, wartet. Bevor ich die Folge beende, noch ein paar wichtige Sachen. Erstens. Die infizieren sich hier ständig. Deshalb baue ich mal überall, wo so ein Wohnblock ist, zur Sicherheit Wasser hin. Hier ist die Farm. Ich hatte das Wasser dorthin. Das ist wahrscheinlich für die zu weit weg. Deshalb... baue ich nochmal so ein Wasserrad hierher. Das kostet ja nichts. Achso, ja, ja, es muss natürlich an sein. Das will ich jetzt halt machen, damit ich das nicht vergesse. Ich kenne mich, ne? So. Und ein Reservoir. Damit die da auch ein bisschen Wasser haben, wenn die das brauchen. So. Und wir haben ja genügend Arbeiter und Arbeiterinnen. Da können wir jetzt hier noch so ein Ingenieursteil hinbauen. Dass das abgedeckt wird, bauen wir mal hier so hin, wenn ich das darf. Da hätten wir auch da drüben diese Bereiche. Aber ich kann das auch hier auf den Hügel platzieren. Da lässt es mich platzieren, hier nicht, ne? Mich auch gewundert, wenn das auf diesem unebenen Boden funktionieren würde. Aber hier kann ich es hinbauen. Ah. Die Frage war, wie ich das neben diesem Loch da hinbauen? Ach komm, ey, was soll's. Dann bauen wir das eher hier hin und haben vielleicht noch hier diesen kleinen Fitzel.
ist nicht ganz so effektiv oder ist es hier effektiver? Das nimmt sich alles nicht viel, ne? Ich baue das jetzt dorthin. So, jetzt haben die hier Wasser. Hier haben sie auch Wasser. In Deckihausen hier vorne haben sie auf jeden Fall Wasser. Und was? Das sollte doch jetzt bitte mal, ne? Trinkt nicht mehr so einen Quatsch. Trinkt vernünftiges, gesundes Wasser. Und was auch gut wäre, auch das baue ich noch, bevor ich die Folge beende, denn ich vergesse das, wie gesagt. Eine Küche, ne? Ist halt die Frage, bauen die auch dann hier hin, so ein bisschen im Mittelpunkt? Hier sind ja vor allem die Wohngebiete. Die werden dadurch abgedeckt. Die, die dann hier rumleben, die werden noch nicht so abgedeckt. Deshalb würde ich sagen, wir bauen das dorthin. Ich hoffe, das ist strategisch ein guter Punkt. Wo war das denn nochmal? Hier war das nicht, ne? Was ist ja eigentlich eine Dienstleistung? Hier, ein Wirtshaus. Das Angelding hatten wir. Lager, die Farm, das haben wir. Und die Aminen, da kümmern wir uns demnächst drum. Erstmal bauen wir hier so ein Teil. Hat es vorher auch Bricks benötigt? Kann mich da nicht entsinnen. Dann machen wir mal die Kantine dorthin. Gut. Und dieses Datenlager, das haben wir nicht, oder? Da wird es ja wohl kaum sein, Verteidigung. Was? Wie, jetzt ist es kaputt? Warum ist das kaputt? Was ist dieses UFO gerade zerschossen? Was können wir denn hier machen? Bergung. Da erhalten wir die Sachen zurück. Wieder aufbauen. Ja, komm, wieder aufbauen. Wir brauchen das ja. So, du hast einen Knochenbruch. Hat geheilt. Prima. Gut. Da haben wir einiges geschafft. Hier. Hat sich frisch infiziert, die Dame. Die hehle ich auch mal noch, ne? So. Das mit dem Tempel. Das sind alle eingestellt. Ja, das passt. Ich weiß nicht so recht, was das für ein Geräusch ist. Gut. Die Folge hat ein bisschen Überlänge. Vielleicht zu den anderen. Das war's jetzt auch. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Ich bin schon gespannt auf die nächsten kommenden Folgen. Ich finde, ich habe das im Blut. Unsere nächste Folge und die nächsten Generationen auch, die nächsten Zeitalter, die sind nicht mehr so weit weg. Na, da werden wir uns mal um das Eisen kümmern und den ganz anderen Kram. Ich denke, da haben wir genügend zu tun. Bis dahin, macht's gut.